Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, Freunde, ich habe gelesen, dass erst Mitte des Jahres ein weiterer Reset kommen soll. Also wirklich erst nach der 3.1 irgendwann. Schauen wir mal, ob das stimmt. In der Annahme, dass es stimmt, habe ich mir gedacht, ich habe ein bisschen Kohle sowieso. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Genau, knapp, ja, ungefähr 36.000 haben wir. Deswegen würde ich gerne jetzt Folgendes machen. Die nächsten, das wird ein bisschen länger dauern, die nächsten paar Folgen wahrscheinlich. Ich möchte gerne mal verschiedene Shops abklappern auf verschiedenen Posten, Stationen und so weiter. Und dort mal ein bisschen gucken, was wir uns Tolles kaufen können. Denn da gibt es schon einige Sachen, die sich auch unterscheiden. So basic-technisch mache ich jetzt erstmal hier. Defense, genau. Ein bisschen Rüstung. Da gibt es, glaube ich, keine neuen Models. Oh, dieses Grün hier. Muss ich mal gucken, was wollen wir denn uns denn mal holen? Ich glaube, ich nehme erstmal wieder das Zeug hier. Das fand ich eigentlich am besten, rein optisch. So, ich auch mal hier bei. Und wie gesagt, wir gucken mal so ein bisschen rum, auch mal so klamottentechnisch, was man so, ja, sich so holen kann. Wo das ist und so weiter. So, confirm. Dann brauchen wir noch die Handschuhe. Nicht drauf. Jetzt bei. Und die Brustpanzerung. Den Helm habe ich, glaube ich, schon. Dieser Horizon-Helm, das ist der Standard-Helm, glaube ich. So. Und ist auch nicht ganz so teuer. Guck ich mal kurz in meinem Inventar, ob das alles so funktioniert. Irgendwie ruckelt es hier gerade so ein bisschen, wenn man das Zeug kauft. Naja. Was haben wir denn hier? Undersuite, genau. Nehmen wir jetzt hier die Beacon. Genau. Closing ist mir egal. Undersuite hat man gerade. Armor. Genau, das ist der Odyssey-Helm. Das ist der Standard-Helm, den haben wir sowieso. Armor, zack. Einmal. Die Arme, nehmen wir das hier. Los. Leg die Arme an. Leg die Arme. Ah ja, hat funktioniert. Und dann natürlich noch die Hose. Na? Just do it. Klick, 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 klick. Ah, jetzt. So, save changes. Wunderbar. F1. Gucken, ob wir jetzt alles haben. Aber müsste eigentlich. Irgendwie ist der Helm immer in einer anderen Farbe. Ist das doch nicht der? Aber das ist der eigentlich. Oder? Weil da ist es ein weißer. Ich kaufe mal den. Horizon Helm. Haben wir eigentlich. Naja, ich kaufe einfach nochmal. Was soll's? Mache ich jetzt zwei davon. Der hat halt immer so eine komische Farbe. Ich weiß auch nicht warum. Mal. Armor. Ah, Odyssey, deswegen. Ist doch nicht der, okay. Dann nehmen wir den Horizon-Helm, zack. Funktioniert. Also da muss man doch nicht gleich den Kopf verlieren, oder? jetzt. Ja, sehr schön. Das war mal eine sehr, sehr spannende Impression gerade, würde ich sagen. Ihr habt mich nackt gesehen, ich schäme mich so. Oh. So, jetzt brauche ich noch ein paar Waffen. So. Oh, es ruckelt aber mächtig heute hier. Meine Güte. Da macht wieder irgendwer Blödsinn auf Port Odyssey, bin ich mir fast sicher. Das ist immer so, ist immer so. Los auf. So. Ja, ja. Was habe ich denn für Waffen? Ich habe, glaube ich, schon eine Pistole. Eine Pistole. Warte. Weapons. Was haben wir? Primary haben wir nichts. Wir haben eine Energy Pistol und wir haben ein 60er Magazin. Der Rest ist leer. Okay. Nee, das wollte ich nicht. F1 wollte ich drücken. Dann kaufen wir uns... Was haben wir denn hier? Eine Energy... Eine Shotgun mag ich nicht. Ein SMG können wir uns theoretisch holen. Was war denn hier hinten? Ballistic SMG. Sieht auch geil aus. Und was ist das hier? Do you need something? Das ist, glaube ich, eine Laserwaffe. Eigentlich egal, oder? Die sieht schon ganz cool aus. Ich kaufe die mal. Ja, ja, ja. Vor allem, die Waffen sind auch voll billig, ey. Hä? Wieso denn?
Kauf das doch jetzt. Oh Gott. Was habe ich nun wieder für einen Server erwischt? Warum ist das so? Confirm. Vielleicht sollten sie nochmal drüber nachdenken, dieses Kaufgedöns hier mal auszulagern in den Hangar oder so. Das nervt nämlich tierisch, dass man das immer auf dem Server machen muss, weil das einfach nicht funktioniert. Oh nein. So, jetzt brauche ich noch Muni für Custodium SMG. Feel free to take a look around. We've got a pretty good supply. Genau, das da. Bye. So, confirm. Zack. Und ich muss dann erstmal weg. Also das lege ich mal noch fix an, die Knarren. Und dann verziehe ich mich erstmal von Port Olisan. Hallo. Dürfte ich mal? Ah ja. Weapons. Primary Custodium SMG, genau. Und dann brauche ich natürlich noch das Magazin. Zack. Na los. Na, komm. Equippe es. Schnarch. Er will es nicht. Ah, jetzt funktioniert. Okay. Save Changes. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich überlege gerade, ob ich den Server nochmal fix wechsle, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich glaube, ich wechsle mal den Server eben. Aber ich will euch noch kurz was zeigen. Ich mache gleich nochmal einen Cut. Ich will euch noch fix eine Kleinigkeit zeigen. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe zwar gerade gesagt, ich will euch was zeigen, aber das hat sich eigentlich schon wieder erledigt gehabt. Egal. Machen wir auf jeden Fall nochmal andermal. Bleibt noch ein bisschen geheim, oder? Ja doch, bleibt noch ein bisschen geheim. So, ich würde sagen, wir spawnen uns jetzt einfach mal ein Schiff. Ich hoffe, dass der Server jetzt hier ein bisschen besser läuft. Ein bisschen ruckelt da, aber jetzt nichts allzu schlimm. Und dann machen wir einfach mal irgendeine Mission. Wir können ja mal die Gladius nehmen, ne? Wir können ja mal die Gladius nehmen. Machen wir jetzt den zweiten Teil der Folge. Als Let's Show, sozusagen. A08. Da hinten, okay. Die Gladius. Ich weiß gar nicht, die hatten wir, also wie gesagt, ich glaube, wir hatten die schon mal. In irgendeiner Folge. Ich glaube, auf dem PTU hat man die Gladius mal. Aber das ist schon wieder eine ganze Weile her. So. Kann man ja direkt mal miteinander verbinden. Vielleicht machen wir noch eine kleine Kampfmission dazu, dass wir auch mal sehen, was die kann. Ich weiß gar nicht, ob die was, also ob die besonders stark ist. Oh, Ruckel. Ich weiß nur, dass die mächtig viele Raketen an Bord hat. Oder unter dem Board. Mal sehen. Die Gladius. Und die unten, das Ding, das sieht aus, als würde es gleich abfallen. Das ist nur so semi dran, ne? Das ist so ein bisschen seltsam. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Irgendeinen Grund wird's haben. Den kenne ich nun mal wieder nicht. So, Enter Pilot Seat. Husten eben. Hm. Okay, dann gucken wir doch mal. Hatten wir die schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Mach mal hier Flight Ready. Klick, 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 klick. Ich glaube, wir hatten schon mal. So. Also wir haben generell nur das Cockpit, aber wir haben relativ gute Sicht. Hier oben ist halt dieses Ding drüber. Das kann man aufklappen. Wir haben auch ein Eject, soweit ich weiß. Irgendwo. Ejection, genau. Und ach komm, wir fliegen einfach mal eine Runde, würde ich sagen. Hm? So, los geht's. Zack. Ah, die ist relativ schnell. Und ruppig. Ist ja auch ein Kampfschiff. Alter, ist die... Oh, ist die ruppig. Wow. Mal reinboosten hier. Ein bisschen rauszoomen. So, die Gladius. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus, oder? Gar nicht mal so schlecht. Wie schnell fliegt die? Die fliegt, achso, ich bin noch gar nicht auf Max, warte. Oh, jetzt aber. 7, 8, 9, 1000, 1001, 1002. Okay, 1236, ich muss wieder husten. Einen Moment. Ah, so, verdammt, das ist, wenn man zu viel rumquatscht. So, 1200, was habe ich gesagt, 36, das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, was haben wir hier an Waffen? Warte mal, wir haben, genau, wir haben zweimal Laser, hallo, Knarren, wir haben 6 Raketen.
Und davon ist eine Size 3. Ne, sind zweimal Size 3 und viermal Size 2. Das ist schon fett. Das ist schon awesome. Oh, die Waffen, ja. Na gut, wir haben ja, genau, wir haben ja hier vorne diese Minigun. Und da haben wir hier diese Laser. Da würde ich sagen, wir suchen uns mal eine Kampfmission, hä? Wenn wir einmal dabei sind. Halt, das war falsch. Mission. Irgendeine Kampfmission. Sector Sweep. Ja, das klingt gut. Ich glaube, das ist Kampfmission. Gerade zu faul zum Lesen, aber ich meine, das müsste Kampf sein. So, Rendezvous Point. So, da müssen wir nach Yela. Mal. Mein Pilot fliegt gleich aus dem Sitz. So. Und Jump. Ah, wir werden auch direkt rausgeholt, also wir dürfen direkt kämpfen, super. Zuppel, zuppel, zuppel. So, wer will mich hier? Wer will was von mir? Da ist einer. Legt er sich wirklich mit einer Gladius an? Der Caterpillar? Wie geil! Ja, wir können der Caterpillar wegbeschießen. Wie geil ist das denn bitte? Es ruckelt. Oh, es ruckelt. Hallo, Caterpillar. Achso, das ist die Knarre. Ich gebe mal eine volle Packung. Schilde sind schon down, glaube ich, oder? Ah, vielleicht auch nicht. System overheating. Missile lock. Ja, komm, schieß. Schieß doch die Rakete. Er macht's nicht. Er will nicht. Bam! Das war eine. Warte mal, ich muss das mal runter vom Gas. Das war die Caterpillar. Warte mal, ich muss mal das Wrack von außen angucken. Wie geil! Ich habe noch nie eine Caterpillar abgeschossen. Noch nie. Das ist Premiere. Und guckt euch das Wrack an. Ich flieg mal langsam dran vorbei und hoffe, dass es nicht gleich despawnt. Ein bisschen rausscrollen vielleicht. Oh, Rucke. Da, schaut's euch an. Ein neues Wrack der Caterpillar ist entstanden. Durch mich. Ich bin quasi ein Künstler. Schaut's euch an. Das ist fast schon abstrakte Kunst. Geil, oder? So muss das sein. Und ein bisschen gucken hier. Die Wracks sehen noch so ein bisschen statisch aus, ne, die Füßchen da überall und so. Hier sind irgendwelche blauen kleinen Würfelchen. Die hat er also offenbar Fracht geladen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir einmal dabei sind. Warte mal, ich will mal was gucken. Power off, genau, Power off. Dann gehe ich hier mal raus. Weil... ich habe zwar jetzt keinen Laderaum, aber wir können ja mal gucken, ob wir so ein Päckchen da krapschen können, weißt du? Ah, hier fliegen halt Päckchen rum. Guck mal da. Kleine blaue lustige Würfelchen. Und das ist Fracht. Und normalerweise kann ich diese Fracht jetzt mir schnappen und... ja. Ich kann die krapschen. Ich weiß zwar nicht... ah, geht's? Normalerweise ist es nämlich so gedacht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen näher und pick up. Er traut sich nicht. Traut sich nicht. Also normalerweise ist es halt so, wenn da ein Frachtschiff ist und das wird abgeschossen, dann überlebt natürlich ein Teil der Fracht die ganze Schießerei und treibt dann eben hier durchs Weltall. Ne? Und dann könnt ihr die Fracht nehmen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen oder so. Gerade geht's ja nicht, ne? Aber ihr wisst, denke ich mal, wie es gemeint ist. Ich fliege noch ein bisschen näher ran hier. Mal das Wrack ein bisschen genauer betrachten. Cool, ey. Voll die Caterpillar weggenascht. Natürlich könnte man technisch gesehen, ne, das Schiff wahrscheinlich, also den Schrott irgendwie einsammeln und dann auf den Markt verkaufen oder so. Also auch das müsste später dann zumindest funktionieren. Hier, schaut's euch an. Kann ich da sogar rein, hä? Warte mal. Na, gucke an. Das hier ist das Cockpit.
glaube so. Nee, doch so rum. Das sind noch die Sitze. Kann ich da einsteigen? Ich glaube nicht, warte mal. Ne, das geht nicht. Aber naja, und das ist ja auch im Prinzip dieses, ja, dieses Ding, was sozusagen dann noch abgetrennt werden kann, ne? Das sieht schon geil aus. Echt super. Ich liebe sowas. Awesome. So, okay, aber wir haben noch eine Quest, die würde ich trotzdem gerne machen, deswegen haue ich es erstmal ab. Guck mal, da fliegt sogar hier die Konsole rum für das Treppchen, fürs Stüfchen, weißt du? Da. So, okay, dann gehen wir mal zurück ins Schiff und machen unsere Quest. Könnt ihr mal probieren. Also wenn ihr ein Schiff mit Fracht, das, also was Fracht drum hat, habt und ihr kämpft mit gegen eine Caterpillar oder so und da fliegt so Zeug rum, versucht es mal einzusammeln. Ja? Dann halt ins Schiff reinstellen und versuchen zu verkaufen. Müsste eigentlich, wenn es nicht buggt, gehen. Ja, so ist es zumindest dann gedacht. Ich kann ja nicht sagen Enter Ship, warte mal, muss ich das hier machen? Enter Pilot Seat, genau. Kurz was trinken. Sehr, sehr cool. Da freue ich mich. Wieder mal was Neues entdeckt und erlebt. Ach ja. Guck mal, das ist noch ein Gegner. Noch eine Caterpillar? Ja, wenn sie sich so freiwillig hergeben, scheiß auf die Quest. Caterpillars abschießen ist viel cooler. Aber das ist auch neu, oder? Dass ja Caterpillars rumfliegen. Die ist gerade weg. Die, aber ich... Wir holen jedes Schiff ein. Also die Caterpillar ist ganz einfach einzuholen. Das ist auch ihr großer Nachteil. So, oh. Ihr seht, einholen ist... Alter, was ist denn hier los? Guck mal, hier ist eine ganze Flotte. Was? Drake Caterpillar. Ich baller die erstmal weg. Ah, die macht's nicht mal lange. Und die Schilde, die flippeln schon so schön. Irgendwie gehen keine Raketen, ich weiß nicht warum. Aber geht auch ohne. Ein Glück, dass sie die Schilde so schön genervt haben. Ruckel, ruckel. Ja, komm, Caterpillar. Näher ran wieder. Da ist noch jemand. Ich frage mich, was die von mir wollen. So. Na, man sieht leider nicht allzu viel, ich weiß, aber ist es leider aktuell. Ich hoffe ja, dass man noch ein bisschen reinzoomen kann später, in so einen Kampfcomputer oder so, und da ein bisschen mehr sieht. Ah, da ist eine Aurora, habt ihr sie gesehen? Hier ist ja was los, Mensch, Mensch, Mensch. Action, Action Inverse. Ah. Ah, volle Packung. Was ja alles los ist. Haufen Caterpillars, guck mal. Da ist doch eine. Was ist das? Ist das neu? Ist das ein Feature oder ist das ein Bug? Ich würde gerne mal Raketen abschießen, aber das geht einfach nicht. Normalerweise habe ich mich gleich keine Muni mehr, glaube ich. Mit meinem normalen Magazin. Na, die Muni ist auch alle.
Die Muni ist leider auch alle. Mit dem Laser hier werden wir sie nicht totkriegen. Der ist nämlich ziemlich scheiße. Ja. Nee, nee, noch eine schaffen wir nicht hier. Ohne Muni. Keine Chance. Versuch's gerade mal noch so ein bisschen, aber ich denke, das schaffen wir nicht. Da fehlt mir einfach jetzt die Muni, ne? Weil die Hauptwaffe ist halt die Front-Minigun. Und die kann auch Schilde durchschlagen, ne? Jedenfalls seit der 301. Aber der Laser hier, der macht halt nur die Schilde kaputt und leider nicht schnell genug. Alter. Aber es ist cool, da fliegen die so voll an, so ganz, ganz nah vorbei. So. Hier ist was los, ey. Aber ihr seht, es ist, obwohl ihr einiges rumdüst, relativ performant. Also es ruckelt jetzt nicht wirklich. So ein bisschen mal zwischendurch, aber geht eigentlich. Na. Weil, guck mal, sie hat schon keinen Schaden, ne? An der Seite da. Kann ja mal voll auf die Waffen gehen. Waffen verstärkt, weißt du? Gucken, was es bringt. Weil die wehrt sich eh nicht, die kann sich auch nicht wehren. Der Caterpillar ist ziemlich wehrlos, leider. Ih, ich wurde gerammt. Oh, du Penner. So, weiter geht's. Ah, wir geben ihr schon ganz gut, aber... Ah, sie hat schon echt starke Schilde, ne? Dadurch, dass sie sich auch so ein bisschen dreht, wir müssten normalerweise irgendwie versuchen, immer auf selbe Schild zu schießen, was aber fast unmöglich ist bei der Performance. Da reicht's dann auch nicht zu. So, na komm. Warum gehen denn die blöden Raketen nicht? Ja, guck mal. Die hat schon ganz rot in der Mitte. Die bricht mal auseinander. Na komm schon. Wie viele Caterpillars hier rumfliegen? Was? Alter. Heftig. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich hab's noch nie gesehen. Das muss neu sein. Das ist mir ganz neu. Ah, cool. Ich mag generell die großen Schiffe, die kann man besser treffen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Tastaturbelegung. Combat. Weapons. Weapons. Launch Missile, Button 4. Button 4. Ich leg's mal auf irgendeine andere Taste. Ich leg's mal auf Ö. Semikolon. Ja, auf Semikolon habe ich mir das gelegt. So, wo ist mein... Da. Weil wir haben ja ein bisschen Lock. So, ich versuch's mal mit Ö. Ö. Ah. Auch das geht nicht. Ich weiß nicht, warum die... Muss ich die hier irgendwie auswählen? Missiles. Missiles sind on und wir haben 6 Stück. Tja, ich fürchte. Nee, das schafft man nicht. Missile Lock sagt das so. Ö! Los, Ö ihn! Ö! Ö, 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 Ö. Geht. Oh. Da ist irgendwas explodiert, aber das Schiff ist noch da. Oder? Nee, ist auch kaputt. Haha! Wir haben sie. Irgendwie gut getroffen oder irgendwer anders hat mit drauf geballert. Hier ist was los, alter Schwede. Eine Aurora. Eine Caterpillar. Was ist hier noch so? Alles rot hier.
Noch eine Aurora. So, ich würde sagen, dadurch, dass wir ESE-Waffe haben, ich würde mal hier wegdüsen und zwar zum Kovalex. Nicht Kovalex, wie heißt es? Crastro Service. Hallo? Oh, geht auch nicht. Dann muss ich wahrscheinlich reloggen. Oder? Starmap? Ah, jetzt geht's. Cryastro. Zack. Und würde ich sagen, wir düsen hier mal weg. Wir brauchen neue Muni. Mal die Energieverteilung wieder auf normal stellen. So. Dann mache ich einen kleinen Folgenwechsel und sehen wir uns gleich wieder. Also, ich würde sagen, 3, 2, 1, Cut. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.